Hallo, servus, grüß euch zum neuen Video. Ich möchte heute bei der Walze weitermachen. Ihr seht schon, ich habe mir jetzt hier alles hergerichtet. Ein Plasmaschneider. Druckluft habe ich mal wieder hergelegt. Kabeltrommel. Ich möchte heute diesen Winkel hier einschneiden. Hier kurz abgeschnitten. Dann gehört das Ganze rüber gedrückt bis ungefähr hierher. So circa. Ich habe es mal ausgemessen, 109 cm möchte ich mal von hier das Ganze kürzen, dann komme ich in etwa hier raus, so ungefähr. Ich habe es ja schon angekündigt, also im letzten Video mit der Walze, Kurven gehen gar nicht so wie es jetzt ist, Kurven gehen nicht oder kaum, also der Radius von den Kurven ist miserabel, deswegen muss ich das ein bisschen ändern, zumindest für mich. Ja, jetzt hat es ein paar Tage lang geregnet. Deswegen ist hier jetzt noch alles nass. Dann zeige ich euch das nächste. Mal hier mal kurz anschließen. Ah, da hat der Hund hingeschissen. Auch noch. Oh, gehen wir mal darüber. So, Druckluft haben wir drauf. Machen wir mal einen Schalter an. Ich habe hier was geändert an meinem Plasmaschneider. Ihr wisst ja, ich habe den CAT 50 STIGBT. Schaut mal her. Ich habe mir hier eine Pilotzündung eingebaut, weil der ja keine hatte. Da habe ich jetzt kein extra Video gedreht. Das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe mir hier in das Schlauchpaket ein Kabel noch eingezogen. Ich glaube 1,5 Quadrat ist das. Hier eingeklemmt und hier mit eingezwickt. Hier bin ich rausgegangen mit dem Kabel, da habe ich mir ein bisschen aufgefeilt. Die Pistole hier komplett, also den Plasmaschneider hier aufgeschraubt, konnte ich schön das Kabel einziehen. Ja, hier einfach festgeschraubt, mehr ist das jetzt nicht. Ich hatte hier das Problem, dass diese Düsen hier sehr einen hohen Verschleißgrad haben. Und ja, ich wollte es jetzt einfach mal mit ausprobieren, vor allem weil ich jetzt hier auch diesen Abstandshalter, der war jetzt dabei bei den neuen Düsen, habe mir gedacht, ja, der bringt mir ja nichts, weil normal müsste ich ja mit Abstandshalter um hier ohne Pilotzündung geht es ja nicht. Ich muss ja das berühren. Also geht es ja so nicht. Also habe ich mir gedacht, bauen wir mal kurzerhand dann Pilotzündung noch ein. Gut. Gesagt, getan. Jetzt markiere ich mir das hier runter noch. So. Anschlag. Und können wir hier schön runterschneiden. Schauen wir mal. Ja, hier merke ich jetzt schon, dass der Plasmaschneider irgendwie das Spinnen anfängt. Der hat auf einmal die Zündung verloren. Er stottert auf einmal. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal weiter. Die
Dieses Stottern wird dann immer schlimmer. Anfangs war es gar nicht da, da hat er gut geschnitten. Ja, und mittlerweile stottert er fast nur noch.40 Ampere, schon wieder Sicherung rausgehaut. So, jetzt bin ich ein bisschen mit der Leistung runtergegangen. Das nervt. Wenn es da immer die Sicherung raushaut und ich habe jetzt nichts drauf auf der Leitung, ich habe alles ausgeschalten. Ist wirklich ein bisschen blöd und ich bin jetzt auf 38 Ampere runter. Schauen wir mal. Gut, hier sind wir durch. So, dann machen wir diesen Schnitt hier. Zwischenzeitlich ging das Schneiden ja wieder, aber jetzt gar nicht mehr. Wenn ihr wissen wollt, was der Grund ist, bleibt's auf jeden Fall dran und schaut's weiter. Das Problem ist, hier muss ich schon wieder höher drehen, dass ich durchkomme. Oder eine neue Düse reintun. Es kann doch nicht sein, dass ich wieder eine neue Düse. Wie oft wechselt denn ihr die Düse bei dem Plasmaschneider? Jetzt gehe ich mal ein bisschen höher. Ja, ich wechsle jetzt erst einmal vorne die Düse, das bringt mir so nichts mehr. Also irgendwas haut da nicht hin. Der hat vorher schon hohen Düsenverschleiß gehabt. Dann habe ich gemeint, baue ich mal den Pilotzünder ein. Der funktioniert aber jetzt auch nicht gar so gut, habe ich festgestellt. Also da muss ich nochmal schauen, vielleicht hat er irgendwo Kontaktschwierigkeiten. Ist natürlich jetzt bloß Provisorium, wie man sagt. Also ihr seht es schon, das ist jetzt bloß Provisorium, einfach mal hier rumgewickelt, weil so richtig befestigen kann man das Kabel hier nicht. Und wahrscheinlich kommt es hier eben noch zu Kontaktschwierigkeiten. So, das ist die Stromdüse hier. Da
Aber dass die nach so wenig, so nur kurzer Zeit schon so ausschaut, das ist... Ich weiß nicht, kann man die jetzt noch verwenden oder ist die kaputt? So schauen die neuen aus. So, Düse ist schon drin. Jetzt wickeln wir das hier wieder darum. In der Hoffnung, dass das geht. Ja, so schöner Plasmaschneider ist, also ich werde, oder mir werden da irgendwie keine Freunde, mir zwei. Irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig. Ich tippe ja immer noch drauf, dass ich einfach nur einen zu schwachen habe. Ich bräuchte einfach für die Arbeiten, die ich mache, einen stärkeren. Erstens mal, weil es mir dauernd Sicherung raushaut. Und keine Ahnung, warum jetzt der hier wieder nicht durchschneidet. Unten hat er durchgeschnitten. Hier auf der Seite war ja, wenn man sich jetzt den Schnitt hier so anschaut, der ist ja super. Super gerade, er ist überall durch. Bis auf die Schlacke, die halt jetzt teilweise noch da drin ist, das ist klar. Aber er ist überall durch. Und hier jetzt habe ich wieder meine Probleme durchzukommen. Warum? Aber könnte jetzt eben auch hier an der Düse liegen, dass ich hier nicht durchkomme wegen der Düse. Ja, das nächste ist natürlich, ich kann nicht auf voller Leistung betreiben. Weil wenn ich auf 50 Ampere oder so hochgehe, dann haut es mal gleich Sicherung raus. Und nein, ich habe nichts mehr auf dem Stromkreis draufhängen. Und ich habe eine C16 Sicherung drin. Laut Stahlwerk ausreichend. Gut, weiter geht's. Ja, probieren wir es mal ohne Pilotzündung. Ich weiß es nicht. Irgendwie haut das auch nicht so richtig hin jetzt. Also ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber er zündet zumindest nicht mehr, unabhängig jetzt von der Pilotzündung, weil die ist jetzt abgeklemmt. Dann kann es ja bloß noch diese Stromdüse hier drin sein, die man wechseln muss. Dann bauen wir mal die aus. Die schaut jetzt so aus. Die hat natürlich vorne, wie man sieht, schon einen Einbrand drin, dieses Loch. Möglich, dass das schon der Grund ist. Dann wechseln wir die halt auch noch. So, eine neue ist drin. Gut, schauen wir mal. Also ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt. Jetzt habe ich alles getauscht. Irgendwie geht er trotzdem nicht. Schade, aber da wird dann die gute alte Flex wieder zum Einsatz kommen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich lasse ihn jetzt einmal abkühlen. Probiere es später nochmal. Wobei er eigentlich jetzt genug abgekühlt wurde. Ich habe ihn kaum benutzt. So, Plasma schneiden, die zweite. Ich habe mir jetzt hier nochmal, also erstens mal habe ich hier den Pilot wieder angebaut. Ich habe mir
die Düsen nochmal rausgeschraubt, sauber gemacht alles, die Düsen. Wieder reingeschraubt. Jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Also drin in der Werkstatt hat es geklappt. Ich habe keine Ahnung, warum der immer so zittert, flattert, wie auch immer, wie man das nennt. Zündet, zündet nicht. Dann ging es wieder zeitlang. Wenn ich den Winkel anders mache, geht es auf einmal plötzlich wieder. Also wenn einer Abhilfe weiß, schreibt es mir doch bitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da das Gerät jetzt kaputt ist. Ich kann mir nicht, was ich auch schon gelesen habe in den Foren, dass die Düsen sollen wir ja angeblich bloß per Hand reinschrauben. Das ist mir auch nochmal so gesagt worden. Ich habe es per Hand reingeschraubt. Also wenn da scheinbar dieser Abstand von der Luftdüse zur Elektrode nicht passt, kann es Probleme geben. Ja, mei, ich habe keine Ahnung. ärgerlich ist es halt. Gut, und das mit dem Sicherung raushauen, das ist das andere Problem. Ja, ich habe den Fehler jetzt selbst gefunden. Jetzt geht's. Der Fehler war eigentlich ein ganz einfacher. Ich habe beide Düsen, also in der, ich habe ja gehört, man, oder ich habe ja bis jetzt immer handfest angezogen. Handfest. Nein, kurz mit der Zange festziehen. Die Düse sowie die Stromdüse, also die Elektrode und die Düse mit der Zange festgezogen. Und dann geht's. Das muss man ja einer erst einmal sagen. Wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Nee, ich habe jetzt einen sauberen Schnitt, den ich so nicht kannte. Wenn das jetzt der einzigste Fehler war, ich habe hier schon das Stück rausgeschnitten. Man sieht jetzt, das schneit 1A. Die Stromstärke war hier bei 20 Ampere eingestellt. Super schöner Schnitt eigentlich, wie ich finde. Hier habe ich es mir jetzt schon rausgeschnitten, das Teil. Jetzt schneide ich den Schnitt. Also wenn das alles war, dann bin ich ja beruhigt. Echt, das muss mir einer mal sagen. Nee, also ich muss gestehen, mit Plasmaschneider, das ist alles Neuland für mich. Ich weiß nicht, wie ich glaube sogar in der Anleitung stand das drin, handfest anziehen. Weil ich habe mir die ja durchgelesen. Ich glaube in der Anleitung stand das handfest anziehen sogar drin. Und aus dem Grund habe ich es auch gemacht. Ja, handfest mit der Zange anziehen wäre besser gewesen. Oder jetzt weiß ich es, dass man das mit der Zange ein bisschen nachzieht. Und jetzt sollte das auch kein Problem sein. Das erklärt natürlich die ganzen Ausfälle, weil wenn das natürlich keinen gescheiten Kontakt hat immer. Ihr wisst sowas jetzt und ich schneide jetzt hier noch weiter. Hier habe ich mal wieder die 109 Zentimeter angezeichnet und schneide jetzt hier mal komplett durch. Na, wenn das mal kein schöner Schnitt ist, dann weiß ich auch nicht. Sehr dünn. Jetzt bin ich nicht ganz auf dem drauf, aber das passt schon. Hier hört es mir jetzt ein bisschen Schlacke raus, weil ich ja hier ums Eck gehen musste. Ja, jetzt passt das Ganze irgendwie. Hier ist abgeschnitten. Beide Seiten. Hier die Winkel eingeschnitten. Jetzt könnte ich zwar das schon rüberbiegen. Hier fehlt noch wahrscheinlich dann irgendwo rüberschneiden. Das biege ich aber erst einmal. Ich schneide jetzt ungefähr hier ab. Ich markiere mir das Ganze. Schauen, dass ich diesen Mittelsteg hier noch
trennen kann. Da komme ich nämlich nicht so gut hin. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Ich könnte es, glaube ich, mal mit der Säbelsäge probieren, dass ich hier vielleicht reinkomme und diesen Mittelsteg hier noch zersägen kann. Weil ansonsten ist hier alles locker und es dürfte eigentlich dann runterfallen. Ich hoffe zwar mir nicht auf die Füße, aber es dürfte fallen. Ich habe hier wieder von schon längere Zeit jetzt hat von Ryobi diese Säbelsäge. Die Akkus habe ich ja nach wie vor und die Säbelsäge habe ich mir auch irgendwann mal gekauft. Wenn man schon in so einem System drin ist mit dem OnePlus System, dann sollte man natürlich auch da die ganzen Geräte kaufen. So. Gut, die ist ab. Also hier ist ein ungefähr ein Steg von einem Zentimeter. Jetzt können wir hier das Ganze hier glatt schleifen und hier eine Platte drauf tun. Beziehungsweise halt hier das, die Anhängerkupplung hinbauen, hinschweißen. Um diese Stahlstreben jetzt hier in die Mitte zu biegen, nehme ich mein Gurt. Ich habe jetzt nichts anderes, ich probiere es jetzt mal, ob das geht. Das heißt, ich wickle jetzt hier mein Gurt hier rum. Könnte man vorstellen, dass das relativ gut geht, weil ich habe ja hier viel Kraft drauf auf so einem Gurt. Ich habe ja hier diese Ösen gelassen. Schauen wir doch mal, was passiert. Theoretisch soll es klappen. Aber da hinten wird es mal auskommen dann irgendwann. Also für heute haben wir es wieder. Für heute ist gut. Ich habe mehrere Tage jetzt schon wieder dafür gebraucht. Das Wetter ist momentan Katastrophe. Da fängt es wieder das Regnen an. Regnet wieder ein paar Tage durch. Dann habe ich wieder keine Zeit. Heute habe ich jetzt mal wieder Zeit gehabt, ein bisschen was dran zu tun. Aber so vergeht halt die Zeit. Ihr seht es dann natürlich in einem Video. Für mich teilweise 5, 6, 7 Tage oder so, wo es bei mir dauert. Ja, hier biege ich es entweder noch ein bisschen rein, das macht nichts, also hier kann man es noch reinbiegen. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, muss ich eventuell noch ausschneiden ein bisschen. Wie ich hier weitermache, überlege ich mir noch. Aber im nächsten Teil möchte ich mich jetzt erst einmal der Anhängerkupplung selber widmen. Die gehört ja vorne abgemacht. Und dann hier dran gebaut. Ja, also wie schon gesagt, jetzt war es wieder. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen da lassen. Lasst mir ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand bei mir. Verpasst nichts mehr. Würde mich tierisch drüber freuen. Ihr hilft mir dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. Also macht es gut. Ciao, ciao.